Die anderen wollen nicht in das Bett. Die haben das noch nicht erkannt, aus irgendeinem Grund. So, also nochmal versuchen. Ich schmeiß denen das jetzt mal hier hin wieder, die Hälfte, ne? Jetzt haben sie es auch. Alter, ich muss euch doch vermehren können. Oder sind das Arbeitslose? Sind das Arbeitslose, dass ich die gar nicht vermehren kann? Nee, die schmeißt. Jetzt! Okay. Seht ihr das, die Herzen? So, und die machen jetzt erstmal richtig Tricke-Track, Freunde. Naja, ich gucke ja nicht hin. Ich gucke ja nicht hin. Ich stelle mich in die Ecke und schäme mich. So, jetzt kommt gleich. Da ist er! Da ist ein kleiner, Freunde, da ist ein kleiner. Ja, schön. Wunderbar. Sehr gut. So, und das werden wir jetzt so machen, dass ich jetzt einen isolieren werde. Und den einen, den ich isoliere, den packen wir ganz nach vorne in die erste Box. Und das wird ein Bauer werden. Ne, die Dinge habe ich hier bei. Hier können wir dann auch gleich mit dem handeln, das ist gut. Und mit den restlichen machen wir dann schöne Geschäfte. So, und einer bitte mitkommen. Einen würde ich ganz gerne hier so isolieren. Könnte theoretisch auch der Kleine sein, das wäre jetzt gar nicht mal so schwierig. Aber ein Erwachsener wäre mir lieber. Wenn wir den hier so hinbekommen könnten. Aber nur so einen halt, ne? Der passt auf. Die anderen beiden sind hier drin. Na komm schon. Hier entlang. Einer muss hier lang. Welchen spülen wir denn weg? Den hier? Oh, der hat sich gerettet, Alter. Ey, das ist immer so krass mit den Villager. Die sind so wirklich. Habe ich noch genug bei von dem, ja. Ich könnte jetzt hier so ein. Sowas hier machen. So, dann ist er da mit seinem Baby beschäftigt. Der läuft jetzt. Da muss man jetzt aufpassen. Die laufen jetzt aber beide in die Richtung, nicht? Ich will ja nur einen haben. Nicht beide, nicht beide. Einer nur von euch beiden. Jetzt, okay. Okay, wir haben ihn. So, und den können wir theoretisch auch da lassen. Den können wir hier gleich lassen. So, und den Bo ups, und den Burschen. Der Kleine, der kommt hier natürlich durch. Das ist aber nicht so schlimm. Nein, ich habe für dich nichts. So. Ist hier hoch. Den nehmen wir weg. Das lasse ich da. So, und den Burschen hier. Den spülen wir jetzt in Box 1 rein. Nein. Jetzt wisst ihr, warum das so lange dauerte. Hau ab hier, mein Freund, hau ab. Jetzt dreht er sich. So, den haben wir. Alter, das ist wirklich mühselig immer. Sehr mühselig. So.
Aber wir haben gleich es geschafft. Wir haben es gleich geschafft, Freunde. Der muss wohin? Da muss er hin. Da muss er hin. Boah. Also hätte ich es, also ich vielleicht hätte mache ich es auch mit Schiene, ne? Ich hätte es auch mit Schiene machen können. Was wesentlich einfacher gewesen wäre. So. Oder mit einem Boot oder so. Alles. Oh, es geht ja. Es ist ja nicht so dramatisch. So, da ist er nämlich der gute Mann. Ja, der muss natürlich noch weg jetzt hier. So, und da ist er drin. Geht sogar freiwillig und du wirst ein Bauer. Bäm. So, und wenn jetzt alles gut läuft, Freunde, wenn jetzt alles gut läuft, dann. Und es ist gut gelaufen, er ist ein Bauer. So, und so war das jetzt nur nicht geplant. Ich wollte nämlich, dass der eigentlich nach hinten geht, dass ich vorne. Dass ich hier. So, das habe. Genau. Den nehmen wir wieder weg. So, jetzt turnt er natürlich da oben rum. Und das wollte ich jetzt verhindern mit diesen Dingern. So, und hier vorne kommt dann sozusagen ein Slap hin. Jetzt geh mal da weg, mein Freund. Geh mal da weg. Hallo. Ich muss den wieder runterspülen, tut mir leid. So, und jetzt. Na? Hä? Wieso geht das nicht? Ich bin verwirrt. Weil der da oben rauskommt, ne? Jetzt dürfte das nicht mehr funktionieren. Oh, das sieht auch cool aus. So, ich glaube, er kann jetzt nämlich nicht mehr nach oben hüpfen, ne? Oder? Und hier machen wir so ein Slap hin. Habe ich einen bei? Nee. So, dann wollen wir mal gucken, mein Freund. Mal sehen, was mit dir ist. Doch, kommt er trotzdem noch. Sollst du doch nicht. Nee. Das ist blöd. Ich hätte das nicht zwei hoch machen sollen. Das sieht voll scheiße Aber das ist doch eigentlich, kann das doch gar nicht sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich wollte ich die in so einem Gitter drin haben. So, oh, das ist ein super Trade. So, gelockt. Fortschritt erzielt. Was für ein Geschäft. Ja, Freunde, hier kommen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen hier. Wieso kann ich das nicht? Hallo? Wieso kann ich die nicht da oben reinlegen? Das ist schon wieder kaputt. So, dann machen wir das eben so. 20 ist ein Deal. So, jetzt haben wir nämlich schon die ersten Sachen, auch die wir traden können. Mit Emeralds. So, müssen wir nur gucken, dass der da nicht nach oben. Gucke mal, da blubbert da und er schaltet die nächsten Sachen frei. Rote Beete, auch gut. Das brauchen wir, den brauchen wir gar nicht verändern, Freunde. Der ist wirklich super. Der ist perfekt. So, den nächsten Burschen. Ich hoffe jetzt nicht, dass der da. Nee, so kann es nicht. Also ich glaube, das muss zugeklappt sein. Dann können die nicht mehr hüpfen. Hier machen wir dann einen Slap hin. So wie so mit so einem Teppich auch, dass es so aussieht wie so ein Verhandelsraum. Und hier oben kommt dann so ein Schild. Und aber das kommt ja alles später weg, ne? Und da machen wir auf dem Schild, schreiben wir dann drauf so Bauer 1, ne? Mit dem Angeboten, die der hat. Und das ist ein richtig gutes Angebot. Also 20 mal Weizen für ein Emerald, die hast ja gesehen, wie viel wir rausbekommen aus so einem Feld. Das ist wirklich mega. So, der nächste Bursche kommt hier rein. Das wird auch ein Bauer. Ich denke nämlich, der wird nur diese beiden hier haben. Das heißt, wir brauchen noch Karotte und Kartoffeln. Und das holen wir uns als nächstes. So, das heißt, die gehen wieder weg. Das ist wirklich mehr, als ich erhofft habe, bin ich ganz ehrlich. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ne? So, hier bin ich schon mal weg. Jetzt kann nämlich der nächste kommen. Der ist da hinten, der wuselt da wahrscheinlich rum. Da ist er auch schon.
Den nehmen wir uns jetzt auch, den Burschen. Ja, geh mal in die Richtung da hier, komm. Das wird auch ein Bauer. Halt, halt! Mein Wasser, mein Wasser! Das ist mein Wasser, mein Freund. Meins, meins. Du wirst mir doch nicht mein Wasser klauen. So, jetzt aber. So. Einmal um die Ecke. Die Ecke ist immer noch ein bisschen doof. Na, komm schon. Geh da mal hin. Ich schubbel den mal so ein bisschen. So. Hier gehe ich wieder nach oben. Den mal wieder weg. So, und das ist gleich den gleichen Spaß nochmal. Wenn ich Glück habe, ist offen. So, dann mache ich sogar zwei mit euch. Siehst du, jetzt seht ihr ja, wie das funktioniert. Und so mache ich das jetzt mit allen. Und dann baut sich hier so nach und nach so eine schöne Handelsstation auf, wo wir richtig Spaß mit haben werden. Weil wir dann richtig geil uns was bauen können. Wir brauchen dann nur Lesepulte für die richtig geilen Sachen, für den, ne, so für die Mending-Bücher und so und für die verzauberten Bücher. Na, das wird cool, Freunde, das wird cool. Guck mal, da geht schon freiwillig, der gute Mann. Sehr schön. So, jetzt mache ich dir mal da die Box auf. Ah, die Box ist schon offen. Okay, die ist schon offen. Muss er nur noch dahin laufen. Ja, das ist die falsche Richtung, mein Freund. Das ist leider die falsche Richtung. Na, du musst noch ein bisschen. Komm, das geht noch. So, na, na. Hey, hey. Na gut. So, bin ich mal gespannt, ob der Kartoffeln oder Mohrrüben dann hat im Angebot. Schön. So, dann geh mal da rein, ne? Vielleicht muss ich hier nochmal kurz zu... Oh ne, das wäre fast in die Hose gegangen. So, der ist wieder drin. Er ist auch gleich ein Bauer geworden. Und auch bei dem Burschen hier werden wir natürlich... Naja, da muss ich wieder mit Wasser arbeiten. Dass der da nach hinten geht. So, dann setze ich Wasser weg. Das Ding hin. Der geht weg. So, und dann brauchen wir wieder das Teil. Das müssen wir da wieder ausklappen. Geh mal runter. Halt. Halt, halt, halt. So. Und einmal nach oben, bitte. Die Villager, ey, herrlich. Ich liebe sie ja, ne? So, warte mal, ich werde hier weggespült. Das ist schlecht. So, und jetzt mache ich das halt so mit dem Wasser. Der muss da nach oben, der gute Mann. Nach unten. So. 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 Und sag mal. Jetzt. Oh. So. Jetzt dürftest du nämlich nicht mehr nach oben können. Tut mir leid, jetzt musste ich dich schlagen. Oh, jetzt ist er sauer. Deswegen hat er dann gestrichen. Aber das Angebot ist eh scheiße. Also von daher passt das schon. So, das nehmen wir wieder weg hier. Hm. Ja, der ist ein bisschen sauer jetzt, weil ich ihn da halt, ne? So, das mochte der halt nicht, ne? Naja, wer will sich auch schon prügeln lassen. Aber der beruhigt sich wieder. 20 zu 22 will ich eh nicht. Dann nehmen wir mal einen anderen Lock. Nee, den will ich nicht. Und so ist jetzt im Prinzip das, was jetzt hier die ganze Zeit immer passieren wird. So, jetzt erstmal wieder weg. Ne, das ist jetzt so ein bisschen... bisschen nervig. Kartoffeln hätte der im Angebot. 26 Kartoffeln für... Für 28.
Also, beziehungsweise 28 Kartoffeln von 26 ist jetzt auch nicht so ein Fairtrade, aber ist okay. Theoretisch. Nein, hier geht's nicht raus. Geh mal ganz nach hinten, mein Freund. Oh. Oh nö. Oh nö, oh nö, nö. Ihr seht schon, Freunde, wo die Probleme liegen, ne? Ihr seht's deutlich. Wo hier die Probleme liegen. Ich werde euch auch sagen, wo der Fehler ist. Der Fehler, der liegt da drin, dass ich dummerweise. Ach, guck mal, da kann er nur hüppeln. Mal sehen, was er hat. Karotten. Ja, das ist auch okay. Also Karotten würde gehen. Ich lasse den mal so. Ja, der beruhigt sich auch wieder. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Ja, der ist noch artig. Der hier, der wird sich wieder beruhigen. Also das ist nur eine Frage der Zeit. Dann kann man mit dem jetzt halt handeln. Dann kriegt er halt 23. Ist ja auch okay. 23 Karotten. Und dann passt das Ganze. Die müssen wir natürlich erstmal besorgen. Die 23 Karotten. Das müssen wir dann machen. Aber das sollte uns gelingen. So, hier können wir jetzt auch aufmachen. Das lassen wir auch so, diese Thematik hier. Aha, ist gerade dunkel. So. Der Kleine kann da noch langlaufen, deswegen mache ich mal hier zu. So, ich lege mich dann auch mal hin. So, und der wird jetzt natürlich größer. Und sobald der jetzt größer wird, Freunde, dann können wir nämlich jetzt anfangen mit. Ne, der wird jetzt hier bald größer werden. Dann kriegen die beiden wieder Brot und dann vermehren die sich wieder. Und so geht das jetzt immer weiter, ne? Also Stück für Stück. Ihr kennt jetzt das Prinzip: vermehren, erwachsen werden lassen, rein in die Boxen, Beruf geben und dann haben wir das. Und in der Zeit, wie die hier rumwuseln tun, ist jetzt meine Überlegung, dass ich jetzt halt nochmal Karotten hole, weil dann kann der jetzt hier erwachsen werden. Ich werde dann Karotten holen und werde die dann quasi mit Karotten da hinten erstmal freischalten und blocken, sodass die dann fertig sind. Ne? Also ich denke mal, so drei Bauern können wir da mitnehmen. Ne? War jetzt blöd gewesen, dass ich den geschlagen habe, aber gut, es war jetzt im Affekt, sage ich mal. So, dann gucke ich mal eben auf dem Timer. Oh Gott, ich muss ja auch schon wieder gleich los, sehe ich. Wo wir hier stehen geblieben sind. Also ich sehe gerade, wir haben hier bestimmt drei Folgen jetzt insgesamt. Das hat jetzt drei Folgen gedauert, der ganze Spaß. Und ich werde jetzt beim nächsten Mal alle Boxen fertig machen. Also nochmal zur Wiederholung. Ich werde jetzt alle Berufe, die es so gibt, werde ich mal raussuchen. Und dann werden wir die hier vermehren. Das wird eine ganze Weile dauern. Und das neben dem Oster-Event noch. Und ich schalte euch dann ein, wenn die Dorfbewohner komplett hier in den Boxen drin sind. Bis dann, Freunde. Schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Water Cave Crafter.